Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Makedonien in Rome Total War 2. Wir haben so ungefähr gut die Hälfte der damals bekannten Welt. Ja, okay, also sagen wir es anders von Rome Total War 2. So. genau. Also, letzte Runde kam schon wieder ein Bürgerkrieg. Das heißt, das und das Gebiet wurden jetzt von der indischen Familie zu dem makedonischen Abtrünnigen, Entschuldigung, hinzugefügt. Und das hatte ich noch nie. Ich dachte, oder ich hätte gedacht, was ziemlich interessant gewesen wäre, wenn das jetzt nochmal extra ein Gebiet oder eine Fraktion geworden wäre. Also irgendwie makedonische Abtrünnige Nummer 2. Also wenn man einfallslos wäre. Und nicht, dass es dann zu einem großen Gebiet quasi wird. Aber das ist ja egal. Die haben nicht wirklich Armeen. Also die einzigen zwei Armeen sind hier und machen mir ein bisschen Sorgen. Hier ist also ich habe hier auch zwei Armeen, also eine Fullstack-Armee, die gerade in den Babystiefeln, in den Startlöchern, ist wahrscheinlich besser, steht, und die brauchen noch eine Runde, dann ist sie Fullstack und dann kann sie hier aufräumen. Mir macht nur Sorgen, was die bis dahin machen. Also die Armee ist nicht wirklich groß, aber die ist so aufgebaut, dass sie mit jeder Garnison zurechtkommt, und das ist ein bisschen blöd. So, aber nichtsdestotrotz, wie man so schön sagt, gehe ich jetzt hier an die Ostsee und nehme das dann nächste Runde ein. Hier kann ich das jetzt schon diese Runde machen. Der sagt, ich verliere relativ viel. Ja, wobei, also 79% ist jetzt für eine Belagerung überhaupt nicht viel. Das ist vollkommen in Ordnung. So, hier brauche ich jetzt zwei Runden. Irgendwo stand gerade vier Runden. Aber okay, zwei Runden. Dann ist die wieder. Ui, Alexanders Stolz ist schon High Quality, ne? Hier könnte ich. Veterans Armee. Ist natürlich. Ist natürlich sexy. Bewegungsgeschwindigkeit ist natürlich auch nicht uninteressant. Also hier, also die Armee wird nicht mehr viel, also nicht mehr groß steigern. Deswegen werde ich hier das, also die unbezwingbare Hoplite oder Hopliten nehmen. Genau. Hier nehme ich dann das noch mit. Und das noch mit. Super. Dann, wie sieht's hier aus? Hier sieht's ganz gut aus. Da könnte ich hier das auch noch mitnehmen. Gut, dann sind die Arvener aus Rom vertrieben. Und die Griechen haben wieder Rom unter ihrer Kontrolle. Was auch interessant ist. So. Rom war ja, oder Italien war ja bis kurz vor dem Start von Rom, oder den Aufschwung von Rom, waren die ja relativ, stark vertreten in Italien. Und dementsprechend, ja. Warte, ich mach gleich das Fenster zu, weil die Nachbarkinder
sind wieder draußen und ja, ich weiß nicht, ob man das hört, aber die schreien wieder sowas von rum. So von wegen, das sind auf jeden Fall Eltern, wo man denkt, sie hätten besser keine Kinder bekommen. Okay, also, jetzt nicht böse gemeint, sondern nur an die Kinder gedacht. So. Oh. Hier kann ich ja eigentlich gefühlt alles neu machen. Achso, ja, okay, das waren gerade neu eroberte. Gut. Dann. Theresa? Wo bist du? Du bist da. Das ist ja. Theresa. Ich finde den Namen voll schön. Theresa. Gut. Saba hat hier unten. Also, Saba finde ich keinen schönen Namen. So, Saba hat hier unten zwei Fullstagermen. Hier unten noch eine. Also, wenn ich ein Party will, würde ich mal sagen, greife ich Saba an. Oder am besten die Fraktion hier unten alle gleichzeitig, weil dann habe ich hier unten nochmal Stress. Was interessant werden könnte. Die Verteidiger Pellas. Die sind jetzt hier. Die könnten jetzt mal nach oben stapfen und hier die nächste einnehmen. Dann machen wir einen Tempel. Natürlich steht er. Schau mal. Er steht genau 2 Zentimeter daneben, wo ich nicht mehr hinkomme. Dieser Dreckspatz. Und wenn ich dahin gehe, dann geht er irgendwie dahin, wo ich dann am Schluss auch nicht mehr hinkomme. Wo kommt der denn hin? Gerade kommt er nirgendwo hin. Ich gehe jetzt einfach mal dahin. So. Okay, die muss ich dann auch wieder zurückerobern. Aber das dürfte sehr schnell passieren. Du bist marschiert. Du brauchst noch 3 Runden. Was mache ich mit dir? Also Alexandria kann ich mit dir nicht erobern. Ich stapfe mal nach da unten. Ah, die sind auch noch nicht ganz ausgereift. Du kannst mal auch Richtung Alexandria schiffen. Du ruhst dich aus. 6 Runden. In 6 Runden ist die Verstärkungsarmee da. Ah, du hast sowas bekommen. So, das da. Du gehst auch mal nach Alexandria. Und dann war's das. Gut. Ich bitte euch diesen Happen an und jetzt wie ein Wolf vor dem Tor Für sucht ihr euch besser 10.000? einen anderen Jagdgrund. Okay, das nimmt er sogar an. Okay. Das nimmt er sogar an. Aber das bedeutet, dass wir, also ja, die Konföderation hat mir. Mir wurde gesagt, unserer Schatzkammer fehle eine gewisse Summe Gold. Vielleicht ist es euch ein Anliegen, diesen Missstand zu. Nur aus einer starken Position heraus mache ich ein Friedensangebot. Ja, und du hast. Andernfalls ist ein Friedensangebot nur Feigheit. Ich, er, ich, er, ich, er. Nö. Tja, aber
Ein Spartaner nennt sich er. Ich mache dieses Angebot im Namen meines Gebieters, denn er ist Herrscher aller Menschen und unübertroffen. Ha. Das mit dem Klientelkönigtum hier unten weiß ich jetzt nicht so ganz genau, ob ich das annehmen soll. Klar, er zahlt noch. Aber das da. Er ist Herrscher aller Menschen und unübertroffen. Ja, nein. Nein, ist er nicht. Ganz und gar nicht. Ich will Alexandria zurück. Danach können wir reden. Ich will Alexandria noch zurück haben. Wo ist das jetzt? Ah, das ist die Streitmacht von Alexandria. Okay, alles klar. Da, aber das war abzuwarten. Das mache ich, das spiele ich auch nicht, weil ich will, dass er da drin ist. Ja, wobei. Ich spiele es doch, weil das ist ein relativ guter General hier. Weil der hat schon 5 Sterne. Und wir kennen ja alle die KI, die fliegt eigentlich sehr gerne mit ihrer Kavallerie Richtung Richtung Phalanx. So. Ah, jetzt hat er es schon wieder geändert. Ich muss es leider jetzt so machen, weil die Taktik hier geht nicht auf, weil ich zu wenig Einheiten habe. Mal schauen, aber wie das sein General opfert. Also wenn er sein General opfert, dann hat sich das gelohnt. Wo ist sein General? Da ist sein General. Ah, verdammt, er greift den Falschen an. Doppelte Geschwindigkeit! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Beziehungsweise er greift den Richtigen an. Unser General wird angegriffen. Ah, jetzt greift er den. Aber er greift nicht mit seinem General an. Das ist natürlich schlecht für mich. Das ist natürlich schlecht für mich. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher. Schade, dass er seinen General nicht reingeschickt hat. Das ist ungewöhnlich, aber voll gut. So. Uiuiui. Oh, kennt ihr das, wenn ihr rülpsen müsst? Aber dann bleibt das im Hals stecken? Das ist voll unangenehm. Aha. Ich biete euch. Nö. Ich ignoriere das mal. So. Junge. Ja, hier kann ich wieder nichts machen. Das war. Ja.
Aber woher kommt jetzt seine Fullstack-Armee? Okay, ja, das muss ich natürlich spielen. Aus dem Grund baut man keine großen, da war er. Uiuiui. So. Süß. So, deswegen baut man eigentlich keine großen, Kasernen, beziehungsweise allgemeinen Kasernen, in Gebieten rein, die den Feinden gehören. Mich irritiert gerade wirklich, dass er trotz allem so krasse Einheiten hat oder bekommen hat. Das irritiert mich ein bisschen. Oder ich mach die beiden hier hin. Weil die können sich ja noch drehen. Also so war es, glaube ich, das letzte Mal einfach. So. Alle bitte brennen. Nicht schießen, oder? Ich will aber schießen. Naja. Der kann schießen. Ah, da haben wir volle Breitseite hier. Hui! Oh, wow. Ich habe nur die aufgestellt und nicht meine Armee. Ach du Scheiße. Wupsi. Bitte alle schnell hier kommen. Oh, verdammt. Ach, schön. Ich sehe halt gar nichts. Ist umgekommen.
Ja, ehrlich gesagt braucht ihr da gar nicht hinzugehen. Ehrlich gesagt braucht ihr da nicht mehr hinzugehen. Noch schießen? Nee, kann er nicht. Du kannst aber noch schießen, ne? Selber. Kann ich nicht. So. Wie müde. So, hier sind königliche Paltasten. Der Feind hat die Tore eingenommen. Jetzt schwärmen sie in die Stadt rein. Ja, 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 ja. Hey, Tequila. Wieder so ein Horst. Wie ich einfach vergesse, die Armee dahin zu tun, sondern einfach... Oh. Ich tue jetzt einfach mal die Leute dahin. Ich tue jetzt einfach mal die die Artillerie hin und das wird schon passen. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten, Krieger Makedoniens, im Dienste des Volkes. Könnt ihr schießen? Zu Befehl. Wieso konnten die anderen schießen, aber die nicht? I don't get it. Ah, aber die können schießen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Also da. Wir haben einen Siegpunkt verloren. Unser General wird angegriffen. Schnell vorrücken! Das ist halt ja jetzt die Frage, wie man am besten... Also, ja, ich muss innerhalb von 2 Minuten den einnehmen, aber das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nicht schaffen. Steinschleuderer!
wie er so rausreitet. Voll lustig. Also noch mehr? So, voll lustig, der Gegner ist dabei, das Fort zu erobern, bam. Weg. Ah, egal. Ups, sorry, das war die Hand, die Batschhand gegen das Mikro. Aber das werden wir gleich einnehmen mit der Armee. Ah, interessant, dass der jetzt so krasse Armeen hat. Wir greifen euch des Nachts an und nichts wird überleben. Nicht eine Kreatur. So führen wir Krieg. Jetzt bin ich gespannt, ob die gallische Konföderation mir beitritt. Weil wenn nicht, haben wir wieder sofort Krieg, also automatisch. Also Athen wird bestimmt mitmachen, aber ja, die gallische Konföderation. Deswegen sind die wieder nicht mehr ganz so friedlich. Germanische Konföderation bricht mit Gallischen, okay. Siedlungen wird belagert. Land dem Feind offen. So, jetzt check ich's wieder. So. Okay, der lässt mich in Ruhe, was sehr praktisch ist. Yeah, ich kann einen Elefanten haben, yeah. So. Gut, jetzt bist du tot. Also jetzt noch nicht, aber gleich. Weil jetzt kommt der Reyes Untergang wieder. Und macht dich fertig. So, also. Ihr da. Unzuverlässig. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. In das zum Beispiel check ich nicht, weil er hat es ja gebrochen. Der hat es ja mit uns gebrochen. Und wenn wir jetzt darauf reagieren mit Krieg, ist das doch nicht eigentlich, na, egal. Ja, ich muss sowieso das wieder zurückerobern. Ja, lass die Fernkämpfer das regeln.
Die Fernkämpfer sind halt fast alle. Oh nein. Warum? Warum? Oh, dass die das machen, nervt so ungemein, riesig, fett, krass, scheiße. Das war einer von mir. Oh. Und jetzt ist der natürlich, ja, wow. Jetzt muss ich den natürlich ersetzen. Weil das ein Verräter ist. Oh Mann. Na, der ist doch gut. Also. Ich muss auf anheuern. Warte, das war der, ne? Oder? Ui. Ui. Was ist das denn für einer? Ich glaube, ich nehme den. Anheuern. So, flap, flap, flap und flap. Forschung, das da und Münzen. Bei Rom, bei der Rom-Kampagne kam es ja so häufig schon vor, dass mein Imperator oder mein Kaiser zu den anderen gegangen ist, was sowas von überhaupt keinen Sinn gemacht hat, aber okay. Also nicht mal annähernd Sinn. Hier oben brauche ich ja auch ein bisschen was. Und einen Platz brauche ich auch hier oben. Jetzt wo der Rest des Nordens gegen mich antritt. Der gehört noch mir, das ist gut. Ich warte mal da. Nein. So, hier auch ein Militärhafen. Aber sonst nichts. So, du hast auch was bekommen. Und wir spielen schon wieder eine halbe Stunde. Das bedeutet, ich höre jetzt auf. Und ich klicke mich noch kurz durch. Genau. Ja, ein bisschen scouten wäre ganz gut. Aber da ist nichts. Ich habe schon. Wenn es über 80 ist, ja. Mache ich das automatisch. Mal hervorglänzend. Tradition mache ich hier Veteranenarmee.
Du bist noch komplett frei, ne? Kannst ja mal die. Ja, natürlich komme ich da jetzt nicht mehr hin. Ach. Ja, komm, du plünderst mal hier. Ist mir doch egal. Der hat mit mir gebrochen. So. Und ich glaube, das war es jetzt aber wirklich. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.